Willkommen zurück zum Finale, meine lieben Mitstreiter hier in Baldur's Gate 3. Ich wollte jetzt gerade eben, bevor wir weitergehen, nochmal gucken. Ah nee, Magie wird leider nicht nachregeneriert. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schade. Na gut, das habe ich auch beinahe kommen sehen. Okay, aber trotzdem möchte ich jetzt hier gerade eben nochmal gucken, wie es jetzt hier um die Zauberplätze bestellt. Gut, wir können natürlich auch noch theoretisch noch Engelspause-Sachen machen. Diesen Zauber hier brauche ich nicht. Das, was jetzt auf uns zukommt, das ist mir ja schon geläufig. Ich muss gerade eben mal gucken. Ach, diesen Zauber besitze ich noch gar nicht. Moment, Moment, Moment. Habe ich sowas wie Unverwundbarkeit? Nee, ich habe keine Schriftrolle der Unverwundbarkeit. Das ist interessant. Schriftrolle der Auflösung kennen wir bereits schon. Na, ich muss jetzt gerade mal gucken, dass ich noch mal ein paar Sachen eventuell lerne. Oder habe ich mich gerade eben vertan und ich habe diesen Zauber vielleicht doch. Hier habe ich den Sonnenstrahl. Oh, dann wird das Leben ein bisschen härter. Ja, das wird sogar sehr viel härter. Wir werden jetzt hier gleich versuchen müssen, durch eine gefährliche Zone zu laufen. Und ja, wie soll ich sagen, das wird nicht gerade angenehm. Mal überlegen, mal überlegen, mal überlegen, mal überlegen. Was nehme ich denn jetzt hier noch für einen Zauber rein? Äußerlichkeiten, Kältekegel, Telekinese, Eiswand. Das mit dem Diva haben wir ja schon. Entthronen, nee, das brauche ich nicht. Ich muss mal gerade mal gucken, ne, dass ich jetzt hier noch alle Zauber beieinander habe, die vielleicht wichtig sein könnten. Bindung der Ebenen. Das ist auch nur noch eine Schriftrolle Beistand, Schriftrolle Blitz, chromatische Kugel, Dimensionstür kann er bereits, Donnerwoge kann er natürlich bereits, Dunkelheit kann er bereits, genauso wie die Dunkelsicht. Ne, das kann er nicht, aber das brauche ich nicht. Eiswand entthronen können wir, die schwarzen Tentakel kann er, falsches Leben, Moment mal, falsches Leben? Das konnte er noch gar nicht, warum auch immer. Federfall, Feuerball, Feuerpfeil, Feuerschild, Feuerwand, Flammenklinge. Warte mal, was machen die Flammenklinge? Beschwöre einen Flammenkrummsäbel in deiner Hand. Okay, das ist ja Quatsch. Schriftrolle fliegen, flimmern. Würfel am Ende eines Zuges einen W20. Bei einem Ergebnis von mindestens 11 verschwindest du auf eine Ätherebene, auf der du auf dieser Welt keinen Schaden erleiden und nicht gesehen werden kannst. Okay. Vielleicht habe ich aber auch gleich noch eine andere Möglichkeit. Wie gesagt, ich kenne das schon aus dem Multiplayer, was uns jetzt hier gleich passiert. Deswegen, ach, klopfen. Jetzt kann er endlich klopfen. Jetzt am Ende des Games, wo es nicht mehr nötig ist. Wie süß. Magierrüstung, Säurepfeil, mit Toten sprechen, Plage, Nebelschritt. Ich gehe nur noch mal alles durch, ne, damit ich auch so grob einen Überblick habe über das, was ich hier theoretisch habe. Schwächestrahl, Selbstverkleidung, stinkende Wolke, Steinhaut, sprühende Farben. Spinnennetz. Warum habe ich Spinnennetz schon? So, Spiegelbilder haben wir natürlich. Das hier haben wir gerade weg. Strahle Übelkeit, tödliches Phantom, Telekinese, Tierfreundschaft, Todeskreis, Todeswolke, Todstellen, Verwirrung, lalalala. Vergrößern können wir auch schon. Was ist das hier? Verbannung, Peerberührung, Unsichtbarkeit. Unsichtbarkeit. Hinstoß und Zerbersten. So, jetzt gucke ich mal, was ich jetzt hier noch für einen Zauber mit reinnehme. Klopfen. Wo ist das Dimensionsportal? Da ist es. Ich nehme mal das Dimensionsportal hier rein. Alles, was uns jetzt hier Bewegung bringt, könnte jetzt hier tatsächlich ein großer Vorteil sein. Also gut, Leute. Dann, legen wir los. Wir legen los. Und ganz im Ernst, ich lasse die Leichen jetzt hier liegen. Ne? Es ist das Finale. Loot ist völlig von Fuß. So, dann gehen wir mal hier rein. Soweit ich mich erinnere, ist es übrigens möglich, hier durchzukommen, ohne dass alle durchkommen müssen.
Deswegen bin ich jetzt drauf und dran zu sagen, lasst uns das eventuell schleichend tun. So, wieder Opa nochmal in den Schleichmodus. Dann gehen wir mal voraus. Ihr bleibt auch hier. So, dann würde ich nämlich vorschlagen, genau, Moment, dass ich jetzt hier nämlich in den rundenbasierten Modus gehe. Opa unsichtbar mache, sobald ich es kann. Na, dafür muss ich in einer relativ dunklen Zone sein. Und jetzt beginnt nämlich der Käse. So, jetzt geht's. So, genau. Und jetzt gucke ich, dass ich hier nämlich einfach an den Gegnern vorbeigehe. Weil diese Szene hier ist nämlich ansonsten sehr, sehr ätzend. Weil nämlich jetzt so ein Schiff hier auftaucht und uns bombardiert. Nautiloid. Need to get to the brain. Now. So, genau das tut's nämlich dann. Es bombardiert uns jetzt hier auf blöde Art und Weise. Warte mal, ich kann jetzt noch einen Schattenschritt machen. Okay, ich kann jetzt gerade keinen Schattenschritt machen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Egal. Ich akzeptiere es, wie es hier ist. Dann geht ihr schon mal dahin. So, Zug beenden. Du dahin. Ihr geht hier auch schon mal rein. Step by step. Gut. Ihr geht hier rein. Stimmt, den Engel haben wir ja auch noch dabei. oder den Diva. Ich sage immer Engel, ne? Für mich sind es Engel. Und ich schleiche jetzt bloß mit denen hier schon mal rein, ne? Falls es nicht anders geht. Aber in meiner... Oh, guck mal. Schleichende Schwebe-Animation. In meiner Erinnerung war es so im Multiplayer, dass wir, dass es gereicht hat, wenn der erste oben angekommen ist. Dass also gar nicht oben alle sein müssen. Dass also ein einziger reicht. Schloss knacken. Ja, das könnte reichen. Wenn man genügend Sachen dabei hat. Nochmal. So. Okay, we did it. Dann schleiche ich mal dahin. Wenn ich Glück habe, umgehe ich damit, ist hier quasi die gesamte... Ah, jetzt bin ich sichtbar geworden. Ich bin sichtbar geworden, Freunde. Das ist ja mal uncool. Wir fliegen deswegen jetzt mal hier hin. Und jetzt beginnt das Ganze, ja. Jetzt fangen sie an zu bombardieren, Leute. Das sind diese Zonen hier, ne? Darüber muss man sich im Klaren sein. Also ich schleiche natürlich jetzt mit den anderen trotzdem hier hoch. Man darf nur nicht jetzt hier auf dieser Stelle stehen. Das wäre uncool. An dieser Stelle. Opa steht es genau da, wo eine Bombardierung runterkommen würde. Macht sie sofort wieder in den Schattenmantel, sodass sie ihn nicht kriegen können. Tja, ihr habt euch einfach mit dem falschen Opa angelegt, Freunde. Dieser Opa ist euch überlegen.
So, und jetzt muss ich nur noch... Ach, da hätte ich rein müssen. Ups. Gut, dieser Opa ist auch verwirrt, aber er ist euch überlegen. Verdammt. So. Und dann ist es eigentlich schon fast geschafft. Da, da haben wir es. Damit habe ich quasi den ekelhaftesten Teil jetzt hier schon mal verhindert. Sneaken for the win. Nein, will ich nicht. Weil es schon nach Grand Design klingt, klingt so nach Kreationismus und habe ich keinen Bock drauf. Da seht ihr, und alle sind hier. Perfekt. Wir haben also die gesamte Scheiße jetzt hier gerade eben umgangen. Ich liebe alles daran, Leute. Es ist einfach nur so gut. Also, jetzt müssen wir da hoch. Das ist jetzt die letzte Gelegenheit, uns nochmal voll und ganz aufzupumpen. Und weil uns jetzt ja schon ein bisschen Magie fehlt, würde ich jetzt einfach mal sagen, jetzt wird es Zeit für einen Trank des Engelschlafs bei ihm hier. Und auch bei ihr wäre es Zeit für so einen solchen Trank. Wer von euch hat denn den Engelschlafkram? Wer von euch hat denn das? Ich weiß, dass ich welche gekauft hatte. So, Typ. Trank des Engelsschlafs. Hier, genau. Einmal jetzt hier. Zack. Trinken. Perfekt, weil dann sind die nämlich alle wieder am Start. Du könntest nochmal eine Engelspause machen. Und Opa, ganz im Ernst, wir werden noch einmal jetzt hier eine kurze Rast machen. Das ist die letzte in unserem Leben. Für die ganzen Punkte, um die jetzt hier wieder zurück zu regenerieren. Sie hat jetzt halt nur noch 3 Kampfladungen, aber das macht nichts. Wir sind so vorbereitet, wie man vorbereitet sein kann. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Jetzt kommt der eigentliche Kampf, Leute. Los geht's. Ja, wir werden den Netzer nur uns entgegentreten. Brain. It's high above the city now. Far away from any innocence. End this now. Stop the absolute and spare the city. The stage is set for my final act. Mistress bidding and the redemption that lies beyond. You brought me right where I need to be. I have no right to ask more of you. It's time I spirited you to safety. But this is a fate I must face alone. Nee, 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 nee. Das musst du nicht alleine machen. Ihr müsst das nicht tun. Wir können die Krone zu Mystra bringen. I'm sure such an outcome is possible, but why risk it? If we ascend there and try to fight the good fight, well, there are no guarantees. But this way, we'll know the matter is done and we'll know exactly what it shall cost. Me. And me alone. Der Typ ist wirklich bereit. Er ist wirklich bereit, sich selbst in die Luft zu jagen. Aber ich bin nicht dazu bereit, ihn zu opfern. Definitiv nicht. Was ist mit allem, was wir geteilt haben? Wollt ihr einfach so aufgeben? This isn't giving up. It's securing victory at a price I am willing to pay. And everything we shared can live on. With you. Please. For too long, I've lived in fear of taking a host of innocents with me when I expired. Now at least I can be assured, my demise will be saving them instead. Aber du musst nicht sterben. Nein, Gale, wir werden das gemeinsam beenden. Wir haben einen anderen Plan. Der heißt Karlach und unsere Geschichte, ja, wird später erzählt werden können. If
you're mistaken, this could be the end of everything. We'll be failing right at the last hurdle. But I only made it this far thanks to you. No minor question such sterling guidance now. Good. Mistra won't be pleased. But perhaps trying to please the gods is a fool's errand. Lead on, then. So stay my hand as long as I can. But if the tide of battle turns against us, remember I have the means to bring a swift end to this. Ja, das glaube ich dir. Sofort. Okay. Dann haben wir das Schlimmste hier gerade nochmal abgewendet. Dann müssen wir tatsächlich jetzt hier an diesem Hundstrang hochklettern. Schon ein bisschen ekelhaft, die Vorstellung. Ah, und jetzt hebt sie mit uns ab. Oh Gott. Ja, gut festhalten. Oh Mann, wie sie alle hochklettern. Und da kommen wir an. Irgendwie unheimlich still gerade eben. Da ist es. There it is. The crown. The very thing that has been amplifying the Netherbrain's power. And the very place that we will be able to dominate it. That's where we should use the Netherstones. Gut. Oh nein. What the hell are those things? There you are. The false daughter of darkness. Shunned by her goddess. The wizard who defied a goddess. The fury of a virgin. Ich bezweifle, dass wir das sein werden. Außer sie unterwirft uns natürlich. Oh nein. Wie hast du das gemacht? So einen scheiß Drachen zu übernehmen. Oh, wie nett. Okay, dann werde ich jetzt mal da runterfliegen. Und dem einen oder anderen jetzt ja schon mal aufs Maul hauen. Cool, da tauchen Sachen auf. Wie schön. Also, einmal wurde Schaden gemacht. Zug beenden. Der Punkt ist der, wir müssen es jetzt mit Karlach hier hinschaffen. Da müssen wir jetzt mit Karlach hinkommen, Leute. Das ist das Ding. Und kein anderes. Ich flieg dann mal. Ich versuche diesen Drachen mit Opa schon mal zu betäuben. Wenn es irgendwie geht. Okay, jetzt zählt's. Yes! Okay, der Drache ist betäubt. Das war schon mal wichtig, dass das geklappt hat. Jetzt hauen wir die ja platt, hoffentlich. Oh Gott, ich habe hier fast gar keine Trefferchance. Was ich machen könnte, wäre die Gegner nochmal alle so ein bisschen hier zusammenziehen. Okay, das Verlagern hat hier nicht wirklich geklappt, aber sei es drum. So, der ist jetzt hier auch betäubt.
Okay. Dann bleibt Opa jetzt hier kurz stehen. Du, meine Liebe. Was kann ich jetzt mit dir machen? Kannst du... Warte mal, kannst du diesen Schattenmantel auf Karlach machen? Hülle dich in Schatten. Nee, das ist nicht das, was ich will. Erflehe die Hilfe einer dieser anderweltlichen Kreaturen. Ginny, Diva, Cambion. Wäre halt schon nicht schlecht, jetzt noch mehr Hilfe zu haben in diesem Kampf. Wisst ihr was? Mehr Hilfe in diesem Kampf. Florix Kohorte. Bin ich voll dabei jetzt hier. Dass die für uns jetzt hier vielleicht diesen Kampf kämpfen und wir jetzt da durchgehen. Das wäre jetzt hier so meine Idee. Dann kannst du noch hier Popo-Wurmgift auftragen. Jawohl, genau. Das ist die Waffe noch mit Popo-Wurmgift überzogen. Dann fliegen wir mit Karlach. Wir müssen mit Karlach da ja irgendwie durch, ne? Ich fliege jetzt erstmal dahin. Eieiei, das ist natürlich schon direkt im Nahkampf. Das ist natürlich jetzt ätzend. Also gut. Wir müssen dieses Tentakel hier direkt da vorne kaputt schlagen. Dann kommen wir auch weiter. Dann kommen wir auch weiter. Genau, und jetzt so nach und nach hier diese Hirnis hier wegmachen. That's the plan. Wo gehst du hin? Du rufst jetzt erstmal auch nochmal Verbündete ran. Gur-Jagdwächter. Tja, die könnten hier kaum besser sein. Mehr Verbündete für uns. Dann bewegst du dich dahin und machst einen Nebelschritt, so weit du kannst, da hinten hoch. Jawohl, dann bist du nämlich auch schon mal oben. Ah, verdammt, ich darf nicht zaubern. Das ist natürlich jetzt ätzend. Dann kommt unser kleines Hirni noch. Das können wir natürlich auch noch einsetzen. So, okay, kannst du hier schon mal irgendwas britzeln? Naja, nicht unbedingt mit Erfolg. Du kannst leider keine Verbündeten rufen. Etwas schlafen schicken. Etwas verlangsamen. Gedankenschinder Beherrschung. Ziel muss eine Humanoide sein. Ja, das sind alles leider keine Humanoiden. Gehirn rausziehen. Selber solche... Ja, das würde Verbündete treffen. Selber diese Tentakel heraufbeschwören. Komm, wir machen es mal. Ich habe keine Ahnung, was es jetzt bewirkt haben soll. Ich habe wirklich keinen blassen Schimmer. Auf jeden Fall fliegst du jetzt da drüben hin. So, okay. Und nochmal fliegen kann er leider jetzt gerade eben nicht. Okay, dann war's das jetzt hier mit meinen Zügen. Jetzt sind sie dran. Das Wichtige ist halt einfach, dass der Drache nicht wirklich zum Zug kommt, weil das ist der Hauptgegner, ich sag's euch. Der hat richtig fieses Zeug drauf. Guck mal, 520 Leben, dieses Mistvieh. Psychisch unterworfen, legendäre Aktion, drakonische Rage mit einem Feuerodem. Dinge, die man einfach nicht erleben will. Cool, ihr habt zu dritt einen Tentakel getötet. Bin begeistert. Autsch. Warum bekämpft ihr denn nicht die Tentakel, Leute? Okay, und du jetzt hier? Lass das sein. Au, du hast jemanden ausgelöscht. Shit, macht der viel Schaden.
ihr seht, die können ätzende Dinge tun. Die können echt ätzende Dinge tun. Und wir haben halt nur eine bestimmte Anzahl an Runden Zeit, bevor es hier eskaliert, ne? Also wie gesagt, mit Opa muss ich wieder versuchen, den Drachen zu betäuben. Au! Die sind leider sehr gut in dem, was sie tun. Uff! Also gut, mein Divalein. Versuch mal, den hier kurz mal zu knocken. Du könntest ja auch einmal treffen, Blödian. Ne, du fliegst es da hinten hin, auch wenn du es einen Passierschlag bekommst. Der Plan ist es nämlich, den da oben irgendwie zu kriegen. Sobald es geht. Also gut, Opa, du hast gerade eben übel Schaden genommen, ne? Kriegen wir von der Bonusaktion hier schon mal einen Heiltrank. Ja, ich kriege den Passierschlag. Au, au, au. Aber wie gesagt, nach wie vor muss der Drache halten. Oh, oh. Es hätte schlimmer kommen können, sage ich jetzt mal ganz dreist. Bolzen des himmlischen Lichts, Psyche zerbrechen. Ne, ich schlag ganz regulär zu. Und versuche diesen Drachen nochmal zu betäuben hier. Jawohl, er ist betäubt. Er ist betäubt. Und jetzt gehen wir noch da hoch, weil wir müssen irgendwie da oben jetzt auch noch... Warum? Angeblich keinen Pfad gefunden. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich muss jetzt erstmal so weglaufen, sonst geht das hier nämlich nicht. Jetzt kann ich da hoch. Heile ich nochmal ein bisschen. Und dann kann ich nämlich versuchen, nächste Runde ist die da oben noch auszuschalten, weil die müssen ja auch weg, diese Mistkerle. Was mache ich jetzt mit ihr? Glyphe des Schutzes. Die würde halt nur einmal explodieren. Ich mache jetzt hier das da an. Schutzgeister wieder mal. Wie so oft. Das wurde unterbunden. Das ist mir wieder mal ganz toll. So, okay, okay. Kannst du nochmal auf Opa casten? Ne, Opa ist jetzt zu weit weg. Dann ja, machen wir dieses reflektierende Gehäuse. Nur falls jemand auf dich schießt oder so ein Käse, dann reflektierst du zurück. Vielleicht kann man den mit diesem miesen Drachen ja treffen. Also, Karlach, wir müssen jetzt erstmal die Zahl von denen hier reduzieren, ne? Das war der erste. Dann, wo ist dein Fliegemodus? Dann musst du hier hingehen. Und dann fangen wir nächste Runde an, das hier zu machen. Denn das Problem ist, wenn sie halt unterbrochen wird, dann funktioniert der ganze Scheiß nicht. 38. Ach, es ist immer dieselbe Anzahl an Attacken. Das ist in Ordnung. Okay. Do your thing, Karlach. So, leider lebt er noch. Was für Schaden machen die denn im Moment? Ganz normalen Schaden. Was ist, wenn ich jetzt das hier mache? Kertix gefallen. Ich bin zu lange rass. Resistenz gegen Säure, gegen Kälte, gegen Feuer. Resistenz gegen Blitz. Gift.
und Schall. Oder aber ich mache noch einen Kettenblitz versuchen hier. So, damit haben wir wenigstens ein bisschen was ausgelöscht. So sehe ich das zumindest. So, du versuchst jetzt hier wegzulaufen. Au. Das war ja schon mal jetzt hoffentlich nicht so schlecht. Jetzt mal, diese Runde hat einfach keine Verbündeten gerufen, obwohl es vielleicht besser gewesen wäre. Naja, was soll's. Du greifst jetzt hier diesen Tentakel an. Der Imperator fliegt jetzt da hoch und unterstützt den Kampf jetzt noch gegen den da. Vielleicht kriege ich den ja noch irgendwie weg. Moment. Kann auch ein Kettenblitz wirken. Moment. Du könntest auch einen Kettenblitz wirken. Das würde sehr helfen. Wow, der Drache ist damit ja schon fast tot. Also wenn wir den Drachen töten, haben wir auch viel gewonnen. Sagen wir, wie es ist. So, diesen ketzerischen Akkuliten bitte wegmachen, genau. Der nervt nämlich. Immerhin ist er schon mal halb down. Das Gute ist, dass die Tentakel sich ja nicht bewegen können, ne? Die können nur angreifen, wenn sie in Reichweite sind. Ich hätte den Kettenblitz als Zauber auswählen sollen, ich sag's euch. Autsch. Die haben schon fiese AOE-Scheiße, ich sag's euch. Was macht der jetzt hier noch? Hat Karlach betäubt. Das ist jetzt natürlich Kacke. Alter Falter. Okay, Divalein, dann mal ran an den Speck. Das trifft einmal in diesem Kampf, ey. Dankeschön, endlich. Du rufst jetzt noch Verbündete ran. Die Silberharfner Schwadron. Okay, und dann renne ich noch da drüben hin, weil Opa und Dingens brauchen dringend Heilung. Scheiße, noch mehr Tentakel. Du rufst jetzt hier das Silberlicht. Wir können jede Hilfe brauchen. Okay, er hat es tatsächlich dahin geschafft. Gut, 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 gut. Jetzt ist hier noch der Imperator. Mächtige, konzentrierte Detonation. Triff eine Kreatur mit einer psychischen Energie. Wenn das Ziel sich auf etwas, ein Zauber konzentriert, bekommt es entsprechend Schaden. Aber der konzentriert sich, glaube ich, nicht, ne? Ne, der konzentriert sich auf nichts. Tentakelpeitsche. Ich muss jetzt einfach die Anzahl an Gegnern jetzt hier auch reduzieren. Okay, der Teil hat immerhin schon mal funktioniert. Kannst du das hier werfen? Nee, kannst du nicht. Leider kann ich da nichts tun. Ich habe eine ganze Runde verloren gerade eben. Auch Opa und Co. haben hier gerade eben nicht handeln dürfen.
Okay. Immerhin verlangsame ich hier noch ein paar Gegner. Ja, hilft aber nicht viel. Verdammt. Der schläft jetzt hier, wie gemein. Warum kann Opa reagieren, aber nicht agieren? Ich habe Fragen, euer Ehren. Alle betäubt natürlich, war ja klar. Eieiei. Dieser fucking Drache, ey, ich sag's euch. Und wann ist Aelin eigentlich dran? Karlach muss jetzt hier ran und muss das jetzt machen. Wir haben keine Wahl mehr. Okay, Opa, du wirst jetzt erstmal versuchen, den hier noch zu betäuben, weil der hier muss aufhören, mit egal was er tut. Na also, das war schon mal ein guter Anfang. Und dann den da drüben noch. Okay, der ist gleich weg. Den haben wir gekillt bekommen, das ist schon mal wichtig. Weil dann hören die nämlich jetzt hier wenigstens schon mal auf, diesen ganzen Kack zu machen, den sie die ganze Zeit hier schon gemacht haben. Dann trinkt Opa lieber nochmal einen ordentlichen Heiltrank an dieser Stelle. Was mache ich jetzt mit dir, meine Liebe? Du bist jetzt hier im Nahkampf mit dem Drachen. Das gefällt mir halt überhaupt nicht. Ich mache jetzt erstmal mit deiner Bonusaktion jetzt hier erstmal eine Gruppenheilung, oder? Wobei, ich hätte gerne, dass Karlach da drin ist. Du kannst das? Oh, geil. Kommst du da irgendwie hoch? Ja, du kannst da hochklettern. Perfekt. Oh, 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 oh. Nein, jetzt liegt sie. Ich hasse alles. Warum kannst du das jetzt nicht machen? Was ist da los? Zauberwirken blockiert? Hä? Warum ist das Zauberwirken blockiert? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Okay, ich bin jetzt der Meinung, dass der Drache sterben muss. Oder der da oben? Ja, der Drache muss eigentlich sterben. Verdammt! Hast du nicht noch irgendwelche Heiltränke? Natürlich hast du noch Heiltränke. Trink mal, weil dich brauchen wir. Wenn du stirbst, ist es vorbei. Okay, sie kann diese Runde nichts machen. Das ist super ätzend. Warum ist das Zauberwirken blockiert? Gedankenschindergestalt, infernaler Zorn, Elixier des Kolosses, Beistand, Rolos Almanach der Monster, Geist des Landes, in Raserei. Kann keine. Ah, deswegen! Oh Gott! Kampfrausch beenden. Jetzt kannst du es tun! Jetzt müssen wir das eine Runde durchhalten. Ich war noch nie in dieser Verlegenheit, dass sie einen Zauber casten muss, wisst ihr? Deswegen war das ein bisschen irritierend für mich gerade eben. Die Frage ist, kannst du auf diesen Drachen da hinten kommen? Nee, der Drache ist da hinten. Den hier töten. Den hier töten. Damit ist der hier immerhin fast tot. So nah, wie man an tot herankommt mit so einem Mistkerl. Okay.
Dann ist hier noch der Imperator. Warte mal, kann der Imperator irgendetwas machen, um dem Drachen hier eine reinzuhauen? Ich darf auf gar keinen Fall auf den Drachen jetzt hier gehen. Das ist das Problem. Oder kann ich ihn schlafen schicken? Ne, der hat zu viele Trefferpunkte. Kann ich ihn beherrschen? Kann ich ihn nicht. Mächtige konzentrierte Durchdetonation ist auch nicht möglich. Gedankenschlag. Auf den da vielleicht. Gehirn rausziehen ist zu weit weg. Telekinese, der ist zu gewaltig. Dann habe ich ja nur noch den Gedankenschlag. Dann habe ich nur noch den Gedankenschlag. Wie wäre es, wenn ihr mal euch um den da kümmern würdet? Oh, der eine ist ein Schaf. Nein! Ihr seid aber schon selten dämlich, oder? Okay, du kannst zum Drachen fliegen. Ich versuche es. Kannst du ihn attackieren? Ist doch mal wieder eine blanke Verarsche, dass ich jetzt hier wieder nicht rankommen soll. Sporten kann sie nicht. 16% Chance. Oh Mann, ich hasse einfach alles. Dass sie einfach nie an irgendwas rankommt, die Frau. Gegner verdammen. Verängstigt einen Gegner, der einen Attributswurf und Angriffswurf im Nachteil ist und kann sich nicht bewegen. Das hat geklappt. Ich habe einen Drachen verängstigt. Das hat glatt geklappt. Eieiei. Die haben halt leider immer noch so viele Leute. Nein, bitte sag nicht, dass... Nein, sie wurde nicht unterbrochen. Oh Gott sei Dank, es ist so krass, sie wurde nicht unterbrochen. Was kommt jetzt? Ja, ja, daran arbeiten wir gerade eben. Genau daran arbeiten wir. Nichts anderem. Fuck my life. Jetzt stirb endlich. Jetzt bombardieren die uns auch noch obendrauf. Ja, weil die Zeit abgelaufen ist. Verdammt. Ich bin jetzt trotzdem der Meinung, dass es Zeit ist, an sehr, sehr mächtige Heiltränke einzuwerfen. So, die größten, die wir haben. Ich gehe hier vorsichtshalber noch mal ein paar Schritte weg, dass du hier nicht versehentlich getroffen wirst. Die sind einfach alle tot hier, ne, durch diesen Drachenangriff. Du kommst jetzt hier hoch. Du kannst jetzt mal eine Gruppenheilung casten. Dann machst du nochmal Massenwunden heilen. Ah, shit, du kommst nicht ran. Dann heilst einfach Karlach nochmal. Das ist genau das, was ich sehen wollte. Sehr gut. Und wir haben es geschafft. You feel it. A sudden shift. The brain is weakening. Its grasp of itself slipping. This is your chance. Will not submit. Even bound, its will is stronger than anything you've ever felt. The chains shake, threatening to break at any moment. Feeble.
weakening. Let's finish this. Ja, let's finish this, Freunde. Leider beim nächsten Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ja, ich weiß, es ist gemein. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.